Leistungsstarkes Bewegungssystem, leistungsstarkes Impulsantrieb-Upgrade. Nice. 2000 Naniten, geil. Da können wir erstmal shoppen gehen jetzt direkt. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu No Man's Sky. In der Leitstern-Expedition sind wir in der letzten Episode einen ganzen großen Sprung weitergekommen, im wahrsten Sinne. Wir haben den ersten Warp-Sprung gemacht, haben Belohnungen kassiert ohne Ende. Und jetzt haben wir wieder Missionen, wir haben Dinge zu tun. Und da bin ich jetzt mal sehr gespannt, wie wir hier dann jetzt weiterkommen. Wenn ihr das hier feiert, dass wir uns No Man's Sky in der Expedition Leitstern reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die komplette Playlist rein, die ist immer am Anfang des Videos rechts oben in der Ecke verlinkt oder am Ende. Und ihr könnt gerne die Kommentare benutzen, um mir mitzuteilen, ob ihr selber die Expedition macht, wie ihr sie macht, warum ihr sie macht, wie lange ihr sie macht. Schreibt mir einfach, was ihr macht. Genau, so jetzt machen wir mal Folgendes. Wir machen jetzt was. Wir bauen hier jetzt mal in unseren Frachter, denn das können wir nämlich gerade machen, einen flotten Befehlsraum. Der ist nämlich so flott, dass wir das mal machen können. Da können wir nämlich Expeditionen starten, die parallel laufen. Und das ist ganz gut eigentlich. Das können wir gleich mal in Angriff nehmen. Kommandoposten auf Hauptsignatur kalibrieren geschafft. Hauptprofil 1. Einverfügbare Unterstützung, genau. Keine Fregattentreibstoffbaupläne verfügbar. Herunterladen, genau. Bam. Jawohl. Aber ich glaube, wir haben schon einen Fregattentreibstoff tatsächlich. Ich meine, da was gesehen zu haben. So, keine Befehle zugewiesen. Ah ja, genau. Das war hier die Überprüfungsmöglichkeit für die Mission. Und jetzt machen wir mal hier, dass wir ihm mal sagen, bist du das eigentlich? Navigator? Bist du der Expeditionist? Gra, eindringenden Kapitän, die Flotte erwartet die Flotte erwartet neuer Ruhm. Ich habe Expedition, ja mach mal hier, komm. Nicht lang schnacken, Koppelnacken. Hier, was haben wir denn hier? Schöne Abreise, Handelsexpedition, Entdeckungsreise. Unsere Fregatte ist, glaube ich, tatsächlich spezialisiert auf Entdeckungsreisen. Deswegen sollten wir vielleicht diese Entdeckungsreise gleich mal machen. Schiff zuweisen, hier, das ist nämlich ein Expeditionskreuzer. Zugewiesen, genau. Und dann machen wir das nämlich mal. Und dann sagen wir mal Expedition starten. Genau, das passt nämlich. Und dann können die das machen. Dann können die da schon mal losfliegen. Und dann kriegen wir ab und zu ja mal Meldungen. Im flotten Kommandoraum. Und dann kriegen wir vielleicht dann auch Sachen, die wir für unseren Fortschritt in der Mission brauchen. Ja, sprechen lohnt sich jetzt glaube ich noch nicht. Der muss ja erstmal losfliegen, nicht wahr? Der ist ja jetzt gerade erstmal, fängt ja jetzt gerade erstmal an. So, und dann schauen wir mal gleich, wenn wir jetzt weitermachen. Was brauchen wir denn jetzt als nächstes? Also ich kann hier mit Escape unter Expedition, kann ich jetzt hier meine steilen Meilensteine angucken. Und da sehe ich jetzt zum Beispiel, dass ich ein Refiner-Modul installieren muss. Wenn ich ein Refiner-Modul installieren muss, gehe ich in den Baubereich, so, da wo ich jetzt auch schon den Flottenraum gemacht habe. Und gehe hier rein zum Refiner und sehe, ich brauche die Wasserstoff. Da gucken wir mal, kann ich das herstellen? Einmal und zweimal. Sehr gut. So, dann können wir den nämlich gleich auch machen. Dann haben wir nämlich gleich den nächsten Meilenstein gleich abgeschlossen. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich das so aufbaue, dass wir hier nicht alles zubauen mit Zeug. Wo war jetzt der Flottenraum? Den Flottenbefehlsraum, wo ich den jetzt hier baut? Ich blicke hier gerade irgendwie nicht mehr durch, weil ich muss nochmal abbrechen. Da ist der Flottenbefehlsraum. Warte mal, mach das mal vielleicht neben den Flottenbefehlsraum. Ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht, ob man die noch erweitern kann, die Räume. Ich mach's vielleicht mal da so hin. Refiner-Modul, genau. Mach das mal da hin. So, damit haben wir das elektrische Verkabelung Hochleistungs. Verwende die Verkabelung, um Stromgeneratoren in deiner Basis zu verbinden. Was? Moment. Brich das mal ab. Jetzt müsst. Ja, genau, ich wollte gerade sagen. Eine gut geölte Maschine, Refiner-Modul installiert. Haben wir schon wieder einen Meilenstein, können wir wieder Belohnungen kassieren. Belohnungen kassieren habe ich letztes Mal auch erst gelernt oder lernen müssen. Escape, Expedition und dann draufklicken. Sonst kriegt man die nämlich nicht, die kommt nicht von alleine. Man muss was dafür tun, man muss die auch abholen, ja. Belohnung, Warp, Hyperkern, irgendwas.
Neuen Gebäudeteil gelernt. Speichermodul. Ah, können wir auch gleich machen. Ich glaube, das ist auch eine Aufgabe tatsächlich. Muss ich mal gucken. Ist das ein Expeditions? Die war, glaube ich, ne? Super Cargo. Konstruiere folgendes auf deinem Frachter Speichermodul. Ja, genau. Machen wir das doch auch gleich, wenn wir das machen können. Weil ich meine, warum sollen wir das nicht machen, wenn wir das machen können, nicht wahr? Hier, machen wir direkt da daneben. Bäm, und abgeschlossen. Da rastet das Piano voll aus. Nice. Elton John geht voll durch die Decke. So, hier, pass auf. Dann gleich, nein, Moment. Gleich abholen hier, Belohnung, nicht wahr? Also, warte. Supercargo, hier genau. Bäm, was haben wir gekriegt? Interstellare Scanner. Nice. Kabelbaum. Wir brauchen unbedingt mehr Kohle, mehr Kabelbaum, mehr alles. Nice. Und da ist es abgeschlossen. Geborgenes Fregattenmodul 2. Geborgenes Fregattenmodul? Ah, jetzt habe ich die Fregatte schon losgeschickt. Ha! Wenn die wieder zurückkommen, können wir so mit dem Fregattenmodul ausstatten. Erinnert mich unbedingt daran, dass wir das machen. Was ist das hier eigentlich? Verdächtiges Gefahrenschutzmodul. Eine Schwarzmarktmodifikation für das Gefahrenschutzmodul des Exo-Anzugs. Moment mal. Soll ich das mal installieren? Installieren. Guck mal, was das macht. Ein Ausgleicher. Ein illegaler Ausgleicher. Hitzeschutz plus 2, Kälte. Ja, das ist gut. Das kann man installieren gleich. Kann man gleich nutzen. Noch irgendwas, was wir bekommen haben? Nee, ich glaube nicht. Das passt alles. So, dann müssen wir jetzt was als nächstes machen. Welchen Meilenstein haben wir jetzt als nächstes? Oder welchen können wir... Wir können die in beliebiger Reihenfolge machen. Wir müssen die nicht nacheinander machen. Nur so als Hinweis. Interstellaren Scanner installieren. Ah ja. Dann... Und dann zum nächsten Treffpunkt. Also Warpzellen herstellen. Alles klar. Interstellarer Scanner. Wie mache ich denn einen interstellaren Scanner? Das ist der Materiestrahl. Technologie. Ist das hier bei Technologie? Verstärkter Warpschild. Interstellarer Scanner tatsächlich. Okay, also den müssen wir installieren. Genau, da müssen wir dann die Kabelbäume... Okay, wir brauchen Kupfer. Magnetisiertes Ferrit habe ich schon. Siehst du, das habe ich beim letzten Mal nämlich gesammelt. Das war schlau. Jetzt brauchen wir noch Kupfer, damit wir chromatisches Material machen können. Und noch mehr Geld, damit wir uns noch einen Kabelbaum kaufen können. Also jetzt müssen wir tatsächlich mal wieder den Frachter verlassen. Und uns in die Weiten begeben und mal zu einem Planeten, der ordentlich Zeug enthält, nicht wahr? Machen wir das doch mal. Die Fregattenmodule sind für den Frachter zum Upgraden, nicht für die Fregatten. Ah, okay. Ich habe die jetzt gar nicht gesehen. Keine Ahnung. Das machen wir gleich. Wir machen jetzt erstmal Kupferfarming, würde ich sagen. Bisschen Grind muss auch mal sein. So, jetzt muss ich erstmal schauen. Sternenknolle, Kupfer, Paraffin. Hohe Wächteraktivität. Hohe Wächter. Gibt es irgendwas ohne hohe Wächteraktivität? Hohe Wächteraktivität. Hohe Wächteraktivität. Kupfer, verdorben, Pilzschimmel, Kupfer, Ammoniak, magnetisiertes Ferrit. Ja, da sind halt keine Wächter, die mir auf den Nerv gehen, ne? Das wäre natürlich schon nicht schlecht, aber wahrscheinlich gibt es da dann auch sonst nicht so viel, schätze ich mal. Magnetisiertes Ferrit, Kupfer, Ammoniak. Ach komm, wir gehen dahin jetzt. Die wollen nur spielen, die Wächter, ja wahrscheinlich. Du kannst die Meilensteine auch von der Phase 2 machen, du musst dafür nicht Phase 1 abschließen, ja cool. Aber ich glaube, ich kümmere mich schon so ein bisschen der Reihe nach auch nach, also um die Sachen, würde ich sagen. Weil es baut ja anscheinend aufeinander so ein bisschen auch auf. Du kriegst ja scheinbar die Belohnungen, die du für die nächsten Meilensteine dann brauchst, als Belohnung für den aktuellen Meilenstein, also für den vorhergehenden so ein bisschen. Also es macht schon Sinn, das nacheinander zu machen. Man muss es nicht nacheinander machen, aber es ist nicht schlecht, wenn man das nacheinander macht. Also so in Reihenfolge halt. Dann wird es einfacher, dann geht es schneller. Also habe ich zumindest den Eindruck. Es sei denn, das ist vielleicht... Oh, warte, da vorne sind irgendwelche Nachrichten. Was ist das? Kommunikationsstation. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Siehst du mal? Es ist wahrscheinlich für manche dann einfach die Option, wenn man jetzt Glück hat und zum Beispiel irgendein Item findet, wenn man auf dem Planeten ist, das man vielleicht gerade braucht für eine Mission, dass man dann einfach das schon machen kann. Damit man den Vorteil quasi nutzen kann, dass man eben schon was gefunden hat für die Mission. Und deswegen kann man die außer Reihenfolge machen, schätze ich mal. Aber ich würde jetzt mal unterstellen, wenn man jetzt nicht dieses Glück hatte, ist es wahrscheinlich eher schlau, wenn man das in Reihenfolge macht. Würde ich jetzt mal so sagen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ihr versteht ja sicher, was ich meine. Ich gehe mal zur Kommunikationsstation. Vielleicht ist da was Spannendes.
Also manchmal hat man ja, wie gesagt, No Man's Sky ist ja random simuliert alles, also generiert. Und da kann es ja auch sein, dass du einen Behälter findest, da wird ausgewürfelt, was du kriegst. Und dann hast du vielleicht Glück und hast das eine krasse Item, was du brauchst für die letzten Meilensteine. Irgendwo im letzten Meilenstein kriegst du dann einfach in so einer Kiste. Und das ist natürlich geil. Ach, solche Dinger. Ah, ich verstehe, was das ist, alles klar. Die kenne ich noch. Ich dachte, die gibt's nicht mehr. Voll selten gesehen hier wieder. Also noch gar nicht eigentlich in dem Durchlauf. Das erste Mal, dass ich mal wieder sowas sehe hier. Alter, wie ätzend ist das hier bitte? Ah, das ist Sturm, okay. So, jetzt sind wir hier. Jetzt muss ich gleich mal warten, bis hier der Sturm vorbei ist. Und dann schauen wir uns mal an, was da los ist. Alter, was sind denn das hier alles für Sprechblasen, Alter? Wie viele Kommunikationsstationen gibt es denn hier? Heftig. Und das ist doch krass, dass das alles schon aufgedeckt ist. Unbekanntes. Okay, das ist unbekannt. Da können wir mal hingehen. Noch Sturm? Immer noch, ja. Ne, dann geh mal wieder rein. Habe ich jetzt eigentlich noch Sauerstoff? Ich hatte ja so viel gekauft. Dann lade ich nämlich erstmal gleich hier mich auf. Und warte mal, solange ich noch beim Raumschiff bin... Solange ich noch beim Raumschiff bin, übertrage ich mal ein paar Sachen noch, damit ich, wenn ich jetzt hier rumlaufe, möglichst viel mitnehmen kann. Weil mein Raumschiff hat sehr viel Platz, nicht wahr? Ja, ja, ist ja gut. Giftschutz. Da, so, guck mal hier, die Raffinerie. Ja, die müssen wir mitnehmen, glaube ich, die brauchen wir. Das magnetisierte Ferrit lassen wir mal da. Ich gehe mal nochmal kurz ins Raumschiff. Und dann lade ich mich kurz nochmal auf. Und dann gehen wir mal raus. Jetzt suchen wir uns erstmal... Genau, jetzt besuchen wir erstmal dieses Haus. Und dann gehen wir mal zu einer Rohstoffquelle und gucken mal. Dass wir mal ein bisschen Kupfer kriegen hier. Weil Spieler schon hier waren. Der Weg ist gleich. Okay. Ah, der Weg ist dann immer... Das ist der Weg quasi. Das erklärt ja einiges. Immer schön scannen, wir brauchen Geld. Boah, was sind das hier für Pflanzen? Das sieht ja mal mega eklig aus. Wenn ich das mal sagen darf. Ja, ja. Wie schnell geht denn das mit dem Giftschutz? Ach. Halb so wild. Alles halb so wild. Was ist denn das da unten? Ah, ja, okay. Ja, da kann man ein bisschen Zuflucht suchen. Das ist ja gar nicht schlecht. Vielleicht gibt es ja doch was zu finden. Bäh. Okay. Schwieriges Gelände hier. Aber ganz, ganz schwierig. Warte, hier ist noch Zeug. Da könnte was drin sein. Oh, ganz viele Kisten. Nice. Das nehmen wir doch gleich mal mit. Mikroprozessor, ja, die sind auch gar nicht so unwichtig, wenn wir Ausrüstung bauen wollen und so. Noch ein Mikroprozessor. Nee, Quatsch, ein Akku. Erstmal hier noch reingucken und dann mal abspeichern. Hier kriegen wir Schild. Hier kriegen wir Guthaben, ja, das ist auch gut. Nice, Units sind immer gut. Noch irgendwas hier? Nee. Hier was drin? Da gibt es Naniten, die sind auch wichtig. Die braucht man, um Upgrades zu kaufen. Genau, dann gleich mal speicheln. Da gibt es auch Geld dafür, wenn wir speicheln. Immer die Sektoren schreif halten. Nice. Da ist noch ein Würfel, was? Na, Navigationsdaten, die können wir auch verkaufen. Wo ist ein Würfel? Ach da, stimmt. Verschlüsselte Navi-Daten. Sehr gut. So, mal gucken, wo ist denn jetzt hier eine Ressource? Da unten, da gehen wir doch gleich mal hin, ist gar nicht so weit weg. Wow, geile Pflanzen. Aber die kann ich nicht scannen, irgendwie. Darf ich nicht. Das Tier, Moment, das Tier. Irgendwas? Ah, die Fledermäuse. Die geben ordentlich Geld, wenn man die scannt. Warte, Terror. Manipulator, genau. Das ist ja so gut wie nichts hier. Was ist das denn? Das ist ja mikromäßig hier. Soll ich da denn was mit anfangen hier mit der Menge?
Das war's schon. Okay, dann nächste Quelle. Da müssen wir wohl ganz viele kleine Quellen hier abfarmen, wie es aussieht. Also, warte, das ist dann der Terrain-Manipulator. Ah ja, ich bin schon auf dem kleinsten. Das ist ja viel größer so. Ist schon der kleinste. Ich habe halt nicht so ein geiles Tool, muss ich dazu sagen. Es ist ja nur ein Anfang. Es ist schon der kleinste Stand. Ich kann das nicht größer machen. Kleiner machen, meine ich. Geht nicht. So, dann machen wir mal weiter. Huch. Ah, nee, doch. Ah, guck mal, nee, doch, es stimmt. Es klappt jetzt. Es ist doch kleiner geworden. Okay. So, guck mal hier. Da haben wir das doch schön rausgefräst. Hier, guckt euch das an. Ich kann bei dem Gelände hier kaum unterscheiden, was Kupfer ist und was nicht irgendwie. Ich guck gleich mal, wie viel wir haben dann, wenn wir gleich uns wieder reinsetzen. Da ist noch was in der Hülle. Da ist noch was. Immer schön alles rausholen hier. Ist da eine Höhle drunter? Guck mal, da ist eine Höhle drunter unter dem Kupfer. Das ist ja geil. Da sind irgendwie Kabel da. Guck mal. Jawohl, Sturm löst sich auf. Sauber, so muss das sein. Dann nehme ich das jetzt hier alles mit noch, was da unten ist. Guck mal, nice. Da ist wirklich eine Höhle drunter. Ey, krass. Ich habe mich in eine... Warte mal, da kann ich gleich mal scannen. Kriege ich gleich wieder Geld, wenn ich die Höhlenpflanzen scanne. Und die ganzen Mineralien und so. Das Terrain-Tool, genau. Das Terrain-Tool. So, dann gehen wir mal schnell rein und guck mal, wie viel haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt 700 Einheiten. Ja, da geht noch was. Eine Quelle machen wir noch. Und dann gucken wir mal. Da sind ganz viele Kisten. Vergrabener Vorrat, vergrabener Vorrat. Gehen wir mal zum vergrabenen Vorrat und dann können wir auch gleich mal hier die Hesslons da wegmachen. Mal die vergrabenen Vorräte ausgraben ist sicherlich nicht verkehrt. Jawohl, nice. Was haben wir? Speziesaufzeichnung. Gleich mal hier analysieren. Was haben wir gekriegt? War jetzt nicht gerafft, keine Ahnung. Irgendwas habe ich jetzt... Ah, Naniten, okay. Warte mal, jetzt noch mehr Zeug. Das Naniten ist gar nicht so unwichtig, ey. Was sind das denn für Viecher? Noch mehr vergrabene Vorräte. Immer schön ausbuddeln. Immer schön ausgraben alles, was vergraben ist. Vergrabene Sachen immer ausgraben. Sehr nice. Und was haben wir gekriegt? Was haben wir gekriegt? Nochmal Speziesaufzeichnung. Nochmal analysieren. Und nochmal Naniten gekriegt. Jawohl, nochmal Naniten gekriegt. Nice. Warte, wo war jetzt? Ich brauche auch die Rohstoffe im Moment. Wo sind drohende Stoffe? Da oben. Magnetisches Ferrit. Das ist nicht das, was wir brauchen. Ich gehe mal ein bisschen in die Richtung noch. 700 Einheiten sind 350 chromatisches Material. Ich denke mal, chromatisches Material werden wir noch für andere Sachen dringend brauchen. Deswegen, es lohnt sich da, glaube ich, schon ein bisschen mehr noch mitzunehmen, würde ich sagen. Also so rein vom Gefühl würde ich sagen, das lohnt sich. Noch ein Tier da hinten. Was ist denn das? Sieht ja alles so lustig aus hier schon wieder. 3000 habe ich da gekriegt. Nicht schlecht. Was ist denn das da hinten? Das sieht ja geil aus. Ach, das ist so ein Feld. Natriumfeld. Ja, warte. Lass da mal hingehen gleich zum Natriumfeld. Alter, was sind denn das hier für Viecher, ey? Die sehen ja richtig abgefahren aus. Aber irgendwie sind hier kaum noch Ressourcen irgendwie. Da ist was. Was ist das? Ammoniak. Brauchen wir nicht. Hier, gib mir mal das hier alles. Mann, oh Mann. Guckt euch diese reichhaltige Reichhaltigkeit an. Die stecken hier in den anderen Pflanzen drin, die Natriumpflanzen. Ich klaue den Tieren jetzt ihre Lebensgrundlage. Ich ernte einfach alles weg. Bin ich ja Experte drin. Kennt man ja. Die Natur muss abgebaut werden. Alter, die Pflanzen stehen so ineinander. Ich muss einfach nur dastehen und eh gedrückt halten. Heftig. Ich glaube, so einfach wird es nie wieder an Natrium zu kommen. Nice. So, jetzt mal hier weitersuchen. Wir brauchen Zeug. Da sieht es doch reichlich aus. Da hinten ist, was ist das? Unbekanntes Gebäude. Was ist das? Was ist das? Forschungseinrichtung? Könnte eine Forschungseinrichtung oder sowas sein, tatsächlich. Da ist noch irgendein Tier.
Wie weit ist denn die weg? 600? Ja, komm, was soll's. Hier ist eh keine Kupferquelle in der Nähe. Dann können wir da mal schnell hingehen. Ich ernte mal hier diese Bohnen, weil dann kriege ich nämlich... Kann ich mein, Lebenserhaltungssystem... Warte, halt, nein, 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 das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte die Bohnen essen. Die Erbsen. Genau. Und das machen wir mal jetzt hier nicht mit dem Akku. Den Akku können wir vielleicht noch für andere Sachen gebrauchen. Deswegen spare ich mir den jetzt mal auf. Wenn wir jetzt so viel Maschinenteile brauchen, um Sachen zu reparieren, dann kann es sein, dass wir vielleicht auch mal so einen Akku brauchen für irgendwas. Neue Region entdeckt. Nice. So, da hinten gehen wir jetzt mal hin. Ich bin gespannt. Such diese komischen Erdkristalle. In denen können die auch drin sein. Was? Wen? Ach so, das ist eine Frage im Chat gewesen. Ob zufällig jemand einen Sturmkristall hat. Ja, da muss man eine bestimmte Planetenart halt haben, wo diese Kristalle auf der Oberfläche sind. Für Sturmkristalle. Glaube ich. So, was haben wir denn jetzt hier? Ein unbekanntes Gebäude. Ich bin sehr gespannt. Das ist eine Fabrik, glaube ich. Oh, da sind Eier. Das ist, Das kann jetzt lustig werden, meine lieben Freunde. Ein aufgegebenes Terminal. Erstmal hier gucken. Rosa Schleim entfernen. Und was haben wir? Impulsantriebmodul. Jawohl, nice. Das ist doch gut. Hier sind, Sauerstoff drin. Nice. Was haben wir hier? Das ist Gesundheit auf Maximum. Ist auch gut. Da haben wir Projektilmunition. Sehr gut. Blitzwerfer habe ich noch nicht, aber immerhin. Mach das mal zu. Und dann gucken wir mal hier rein. Erstmal den Schleim entfernen. So, und dann mal gucken, was das zu sagen hat, das Ding. Nutzer identifiziert. Terminal jetzt aktiv. Datenprotokoll zur Analyse freigeben. Es sah so aus, als hätte die Welt eine Wunde. Grellrot am Rand zerfetzt wie etwas, das einmal gelebt hatte. Hätte ich die Luft des Planeten atmen können, hätte ich wohl einen üblen, fremdartigen Geruch wahrgenommen. Aber meine Neugierde war zu groß. War es schon tot? Dort, wo ich es berührte, war die Oberfläche feucht und nachgiebig. Plötzlich schien es sich zu bewegen, als würde es sich auf einer Matte aus Wimpern langsam von mir entfernen. WTF, was haben die geraucht, um diese Texte zu schreiben? Ich hätte es in Ruhe lassen sollen. Datenprotokoll analysieren. Ich entdecke etwas Verschlüsseltes im Datenprotokoll des toten Reisenden. Es wurde etwas hinterlassen, das mir auf meiner Reise helfen wird. Na, Naniten, jawohl, nicht schlecht. Das ist doch geil. Da können wir jetzt mal auch dann... Sachen mit den Naniten machen auf jeden Fall. Magnetisiertes Ferrit. Wo ist denn hier der Köpfer? Nix Köpfer hier. Was soll das? Köpfer, Köpfer. Wo bleibt Köpfer hier? Ich brauche Köpfer. Und die hässlichen, blöden Wächter verfolgen mich schon wieder. Spalten mich. Mann, nur ein magnetisiertes Ferrit. Was soll denn das? Was ist das denn für ein Spaß? Nimm die Eier mit. Nein, die nehme ich jetzt nicht mit. Aus Gründen. Ich habe keinen Blitzwerfer. Ich kann mich nicht wehren gegen die Viecher, die dann kommen. Vergrabene Mineralienformation. Warte mal, die graben wir jetzt gleich mal noch aus. Bevorstehender Sturm. Toll. Na, ich habe ja jetzt genug Zeug dabei, wo ich mich mal ein bisschen auch... Wo ich mich mal ein bisschen auch hochheilen kann. Kristallsulfid, na toll. Mann, das macht mir alles mein Inventar unnötig voll. Ich hole mir jetzt mal mein Raumschiff. Wir gehen jetzt mal nochmal hoch zum Frachter und machen mal die Sachen jetzt da. Packen mal das ein bisschen da rein da. Also halt das, was wir jetzt gefunden haben. Und lassen das schon mal durchrödeln, weil ich glaube, das reicht jetzt schon erstmal, um weiterzumachen. Und wir müssen ja jetzt hier nicht Hardcore-Farming machen, weil sonst dauert mir das alles ein bisschen zu lange. Wenn wir noch was brauchen, können wir ja noch mal hierher kommen. Würde ich jetzt sagen, sonst wären wir ja morgen noch nicht fertig. Bei der geringen Dichte an Kupferquellen. Das reicht jetzt erstmal. Kannst du den Gefahrenschutz nicht bei Technologie reingeben? Wie meinst du das? Verstehe ich nicht. Mine für aktiviertes Indium. Ja, da gibt es alle möglichen Sachen. Man kann hier so viele Materialien auch erwirtschaften und bekommen. Interessantes Material. Was? Nee, das machen wir jetzt nicht. Wir machen jetzt mal. Wir ziehen jetzt mal hier durch. Ja, das ist hier so ein Hansel. Ey, flieg nicht in mich rein.
Der ist ja voll Wahnsinn. Ich hab der Ding gesehen, wie der geflogen ist wie ein Henker. Wie ein einziger Henker hier. Nice, mein Hauptschiff. Sauber, da sind wir. So, chromatisches Material müssen wir herstellen. Die Menge müsste ja eigentlich hin. Jetzt können wir mal die Raffinerie, die wir gebaut haben, auch ausprobieren. Bin ich mal sehr gespannt. Da drüben, ne? Habe ich das gebaut? Ich glaube schon. Jawohl. Nee. Das ist der Lagerbehälter. Hier müssen wir hin. Großes Raffinerie. Oh mein Gott. Okay. Also, warte. Ich brauche. Wo ist Kupfer? Da ist es. Genau. Guck mal, da braucht man nämlich keinen Input. Das ist nämlich das, was ich meinte. Da braucht man keine Energiequelle in die Raffinerie. Weil bei einer tragbaren Raffinerie muss ich nämlich immer Kohlenstoff reinschaufeln. Und hier läuft das halt einfach so. Und das ist natürlich deutlich bequemer, als dass wir da dann ständig diese kleine Mini-Raffinerie da benutzen dafür. Jetzt wäre es halt nur geil, wenn ich entsprechend größere Mengen von dem ganzen Zeug schneller bereitstellen könnte, ne? Dann würde es natürlich schneller gehen. Aber dafür müsste ich die ganzen Gerätschaften freischalten, vielleicht eine Base bauen und so. Das dauert mir jetzt auch wieder zu lange. So, ich glaube, das müsste es jetzt schon sein, oder? Schauen wir mal. Das müsste die Menge jetzt schon sein. Na, fast. 20 Stück noch. Dann haben wir es. Dann können wir das machen und können den Scanner nämlich schon mal machen. So, hier, warte. Frachter. Technologie. Interstellarer Scanner. Ah, und da brauchen wir noch einen Kabelbaum. Genau, wie viel Geld habe ich? 35.000. Da müssen wir jetzt mal schauen, ob wir in der Station... Kann ich mich von hier eigentlich teleportieren? Warpen irgendwie? Vom Frachter zur Station? Da muss ich da rüberfliegen. Ich glaube, da muss ich rüberfliegen, ne? Dann können wir nämlich... jetzt hänge ich hier fest. Da können wir nämlich jetzt gleich mal das machen. Kabelbaum kaufen und so. Du hast die Lebenserhaltung und Co. in den Technologie-Slot vom Ezio-Anzug packen. Dann hast du den Slot frei. Okay. Ja, muss ich mal gucken jetzt. Ist jetzt erstmal noch nicht so prio. Das sind alles so Kleinigkeiten. Die mache ich wahrscheinlich mal dann, wenn die Aufnahme nicht an ist. Okay, ich muss darüber fliegen mit dem Impuls. Also mit dem normalen Antrieb. Hast du nicht noch einen Kabelbaum im Schiff? Ja, aber nur einen. Ich brauche ja zwei oder so. Hallo, was ist jetzt los? Hinfliegen? Ich brauche zwei Stück. Einer fehlt mir noch. Also von daher müssen wir mal schauen. Jetzt habe ich wieder die Pflanzen vergessen, die auf meinem Frachter wachsen. Ach, egal. Es ist Wurst. Wir gucken mal, wie viel Geld ich jetzt habe, wenn ich alles verkaufe, was ich nicht brauche. Und dann werden wir ja sehen, ob es reicht für einen Kabelbaum. Müssen wir mal gucken. Wir werden es sehen. Wir werden es herauskriegen. Gehen wir hier ran. Und dann Kabel. Wir brauchen 50.000. So, gucken wir mal. Wir haben lebenden Schleim, Restsubstanz. Das verkaufen wir mal gleich alles. Die komischen Erbsen verkaufe ich jetzt mal auch. So, dann haben wir verrostetes Metall. Verkaufen wir auch. Guck mal, sind wir schon fast an den... an der Menge dran. Und die Navigationsdaten verkaufe ich jetzt mal auch. Straßenköterkram verkaufe ich auch. Und das Metallsulfid auch. Siehst du, da haben wir 80.000. Da können wir uns einen Kabelbaum kaufen hier. Warte, wo war der? Körbelbaum. Körbelbaum gekauft. Nice. Und dann zurück zum Frachter und einsetzen. Schalabum. Schalabam. Schalabam. Rüber da. Haha. Bam, bam, bam. So geht das hier, meine lieben Freunde. Bam, bam, bam. Fracht her. Technologie. Und rein damit. Bam. Und da haben wir wieder einen Meilenstein abgeschlossen. Nice. Zackel die Bab. Jawohl. Galaktischer Katalog. Interstellarer Scanner aktualisiert. Installiert. Und? Belohnung? Missionsziel abgeschlossen. Ah ja, ich muss ja claimen, genau. Tralala, hier. Galaktischer Katalog, genau. 2048 Nanit, leistungsstarkes Bewegungssystem, leistungsstarkes Impulsantrieb-Upgrade. Ah, baba, nice. 2000 Naniten, geil. Da können wir erstmal shoppen gehen jetzt direkt. Da gehen wir jetzt direkt shoppen damit.
Und Impulsantriebmodul. Und hast du nicht gesehen? Okay, warte, ich muss gucken, ich muss gucken. Leistungsstarkes Impulsantrieb. Extrem leistungsstarkes Upgrade. Potenzielle Verbesserung beinhaltet Manövrierbarkeit und Geschwindigkeit des Schiffes. Nice. Das kommt doch gleich mal hier mit rein, nicht wahr? Warte, hier, das wird hier gleich installiert jetzt. Bamsi, genau. Und dann, warte, was hat man noch? Noch ein Impulsantriebmodul, hä? Zwei? Potenzielle Manövrierbarkeit. Habe ich das nicht gerade installiert? Okay, egal, dann machen wir noch eins rein, keine Ahnung. Das doppelt hält besser, nicht wahr? Installieren. Guck. Was macht das jetzt? Impulsantrieb, Treibstoffeffizienz 16%, Manövrierbarkeit 6%, Boost 13%, Manövrierbarkeit 6%. Yo, Baby, yo, Baby, yo. Und noch irgendwas bekommen jetzt? Was war das noch? Das illegale Upgrade habe ich schon installiert. Beim Frachter hatte ich da jetzt... Ah, genau, hier. Bewegungsupgrade. Das Modul ist flexibel und exakt... potenzielle Verbesserung. Jetpack, Tankkapazität, Jetpack. Das ist schon mein Exo-Anzug. Warum habe ich das nicht in mein Inventar gekriegt? Moment, das muss zum Shitbag, warte. Zum, da muss das hin, genau, hier. Bam. Was macht das? Jetpack 189%. 11% Treibstoffeffizienz, Wiederauftragrate. Geil, jetzt bin ich hier so richtig durchgerödelt. Hier, guckt euch das an. Moment, jetzt muss ich noch gucken, Frachter noch was hier? Hier ist noch was. Geborgenes Hyperantrieb-Upgrade. Ein einsetzbares Frachter-Upgrade, geborgen von der HT Ruhm von Banana. Kann ein in dein eigenes Hauptschiff wieder eingebaut werden, um dessen Hyperantrieb zu verbessern. Aber das geht hier nicht, oder? Da ist kein Slot drunter. Aber ich kann das ja nachträglich noch verschieben, oder? Oder warte mal, nee, Moment, ich kann das doch auch so hin und her schieben. Warte mal, wenn ich jetzt die Kontrolleinheit nehme... Das hier hinsetze, dann so und dann das hier da drunter nehme. Genau. Haha, nice. Was haben wir denn? 100% Warpzelleneffizienz. Und das heißt jetzt was? Ich kann dann zweimal mit einer Warpzelle warpen, oder was? Hyperantrieb, Reichweite 188 Lichtjahre. Ja, geil. Da müssen wir mal eine Warpzelle machen, würde ich sagen, und mal wieder springen. Was ist eigentlich hiermit? Das müssen wir mal auch reparieren demnächst. Oh, brauchen wir 5 Kabelbäume. Ist bestimmt auch eine Aufgabe, könnte ich mir vorstellen. Wir müssen sowieso jetzt springen, glaube ich. Ah, die Expedition läuft noch 18 Minuten. Okay, alles klar. Ich rede mal mit denen, wie es läuft, denn sonst fühlen die sich alleingelassen, glaube ich. Schauen wir mal, wie das läuft. Die fragen wir jetzt mal aus. Kalibrierung mit Flottenkommandant, mit Kommandant sprechen. Sei gegrüßt, reisender Freund. Die Expedition hat bereits 784 Lichtjahre abgedeckt und ich gehe davon aus, dass unsere geplante Route noch weitere 17 Minuten und 51 Sekunden in Anspruch nehmen wird. Alle Systeme im normalen Bereich. Okay, das klingt doch gut. Sehr nice. Dann sind die auf Kurs und machen ihre Arbeit. Der Warp-Hyperkern lädt den Warp-Antrieb voll auf. Der Warp-Hyperkern, warte, hatten wir da jetzt schon was? Ah, stimmt, den hatten wir ja bekommen, ne? Dann mache ich den jetzt da rein. Guck mal, geil. Ich wusste das gar nicht. Siehst du, da habe ich gar nicht realisiert, dass der sowas macht. So, hier braucht man eine Forschungsstation, die wir noch nicht haben. Muss ich jetzt noch was claimen eigentlich an Belohnungen? Jetzt müssen wir zum ersten Treffen hinfliegen. Und da können wir jetzt, glaube ich, dadurch, dass jetzt der Hyperantrieb ja perfekt geeicht ist, können wir jetzt sagen, machen wir das doch mal, oder? Wir können bestimmt direkt jetzt dahin. Ich sag ja, das lohnt sich schon, die Sachen auch in Reihenfolge zu machen. Würde ich jetzt mal behaupten, ja. Also, ist nicht sinnlos. Guck mal, jetzt können wir nämlich direkt da zu dem Hickelwaage-Hacker-System hin. Und dann haben wir den Meilenstein nämlich auch gleich am Sack. Im Sack, meine ich natürlich. Nice. Was wir hier alles abhaken. Wieso sieht denn jetzt eigentlich der Hyperraum anders aus? Weil wir jetzt einen anderen Hyperantrieb haben? Weil wir jetzt ein Upgrade installiert haben wahrscheinlich. Guck mal, da wirkt sich das gleich drauf aus, wie der Hyperantrieb aussieht. Voll krass. Und das ist erledigt. Hickel-System. Und da sind wir beim ersten steilen Main wieder, beim ersten Treffpunkt. Oder? Flotte erreichte das Urazak-System. Ist es jetzt nicht. Ist es nicht der Punkt, wo ich hin muss? Ich check's gerade nicht. Ist es nicht der.
Moment, erreiche den ersten Treffpunkt, Teil 1 von Expedition 8, Phase 1. Magnetischer Resonator, erreiche den ersten, jede Expedition verfügt über mehrere markierte Treffpunkte. Ein vorgeschlagener Pfad zum Treffen ist in der Galaxie. Habe ich jetzt die falsche erwischt? Moment mal ganz kurz. Bin jetzt aus Versehen ins falsche System gesprungen. Hä, nee, da ist es doch. Wo ist denn der Treffpunkt? Irgendwo im System. Da muss ich wohl mit meinem Flieger hinfliegen. Ne? Warte, dann machen wir das jetzt schnell noch. Muss ich auf dem Planeten? Ja, okay. Dann fliegen wir da mal gleich hin. Dann haben wir das nämlich auch abgehakt. Nice. Huch. Da bin ich mal gespannt jetzt. Was da unten jetzt auf uns wartet. Und ist das dann... Also das geht dann schon auch weiter, oder? Muss ich jetzt dann warten, nächste Woche geht die nächste Episode weiter. Das wäre jetzt lustig. Und wie es weitergeht, erfahren Sie in der nächsten Woche oder so. So viele Großraumschiffe in der Nähe. Ja, wir haben jetzt ja auch einen besseren Impulsantrieb. Guck mal, der braucht jetzt gar nicht mehr so viel Iridium. Oder was war das? Nee, Tritium, nicht Iridium. Ich kann durchspielen, ja, ist ja krass. Guck mal, Waffa heißt der Planet. Von Hello Games entdeckt. So, Hello Games. Ist doch die Firma, die das Spiel entwickelt hat. Sind das nicht auch die Farben? Irgendwie von Hello Games? Ich weiß es gar nicht genau. Von dem Logo, glaube ich. Sternenknolle, Silber, Paraffin gibt es da. Silber ist ganz gut, um Geld damit zu bekommen, ne? Wenn man es verkauft. Und wir sind am Treffpunkt. Muss ich bestimmt noch auslösen gleich. Dann haben wir nämlich die erste Episode, Episode 1, schon abgeschlossen. Irgendwie ist der unterirdisch? Weil irgendwie, das sieht irgendwie komisch aus. Ich kann da irgendwie gar nicht landen. Warte mal. Der ist im Berg drin irgendwie. Soll das so? Warte mal, nochmal woanders den fliegen. Ich check's gerade nicht so ganz. Ich lande mal hier direkt da zu hoch, um Landung einzuleiten. Ah, nee, okay, nee, der ist da, genau. Nee, ist alles gut. Na, lande halt, hallo? Sollst landen? Landebereich nicht frei, lügt doch nicht. Hallo? Na jetzt? Mann. Manchmal muss man ihn auch zu seinem Glück zwingen. So, wo muss ich jetzt hin? Da hinten. Es muss der Frachter sein, definitiv. Jetzt weiß ich auch, warum der Landeplatz nicht frei war. Ah! Kleines Schweinchen. Ah, da. Ja, okay, das ist so ein Frachter, okay. Alles Klärchen. Dann weiß ich, was das ist. Signal wird festgelegt. Missionsziel aktualisiert. Treffen 1. Jawohl, Meilenstein abgeschlossen. Erstes Treffen erreicht. Wir haben es. Expeditionsphase abgeschlossen. Expedition Nummer 8, Phase 1. Pilgerposterpläne. Leiststern. Das sind jetzt die Sachen, die ich bekomme für meine ganzen Spielstände. Also das ist für alle Spielstände, kann ich überall benutzen. Claimen wir das doch gleich mal hier. Magnetischer Resonatorpläne, genau. Ah, und das ist das Rezept, was wir installieren müssen, um den Scanner da zu aktivieren. Genau. Und ich habe wieder ein Exo-Anzug-Upgrade gekriegt. Nice. An dieser Stelle ist diese Folge No Man's Sky jetzt wieder zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Es kommen täglich Videos, also abonnieren und Glocke aktivieren. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge No Man's Sky. Bis dann, ciao, ciao.